Leute, wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Fan von der David-Statue und vom Diskuswerfer. So eine Kopfstatue von David gibt es für 28 Euro im Knapstein. Werde ich mal vorbeigehen. Ansonsten so kleine David-Statuen finde ich auch cool. Eine richtig zerkratzte, aber gibt sie auch für 150 Euro in groß, ne? Oder halt für richtig viel Geld. Ja, also warte, Moment mal. Lass mich mal richtig teure Statue finden. Ja, so 1,70 Meter, 60 Kilo. Na, wo ist denn die Statue? 500 Euro kosten die oder so. Guck dir das mal an. 1,70 Meter gab eine, kostete so 1.500. Keine Ahnung. David Statue. Statue eingeben. Statue. Statue eingeben, ne? Statue eingeben, dann kommen bessere. Na, dann kommen. Ja. Guck dir das mal an, Alter. Ne? Gehe ich bald meinen Knappstein hier noch ein Köpfchen. Wo ist denn die eine, die 1.500 kostet? 1.500 kostet die. Aber so einen Kopf hole ich mir demnächst im Knappstein für 28 Euro. Es gab mal eine, die kostet 1.500. Mann, was ist die jetzt, Alter? Egal. Auf jeden Fall Diskuswerfer. Diskuswerfer. Kommen auch coole Figuren für weniger Geld, ne? Aber ich will schon so eine richtige große haben, weil die Diskuswerfer ja besser so in groß, ne? So richtig so, ne? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ja. Voll zerkratzte Scheiße, Alter. Aber ist schon geil. Guck dir das mal an, Alter. Geil, ne? Dieser Diskuswerfer. So eine richtige Statue. Finde ich cool, sowas. Finde ich schön. Ne? David Statue, Moment mal. Ich finde diese Statue irgendwie richtig geil. Also no homo. No homo. Wurde schon verkauft. Es gab eine für 1.500. Die wog so 300 Kilo oder so. Ja. Hier, die ist 1,15 Meter, aber normalerweise 1,70 Meter und 62 Kilo, Alter. Aber die Bilder hier ein bisschen größer machen. Ne, ist nur so von der Seite. Und dann so. Und dann so, ja. Mann, die werden ja schnell verkauft, diese Figuren, ne? Hier wiegt eine 266 Kilo, 1,67 Diskuswerfer. Es gab mal eine, die wog so 288 oder so. Mein Gott, die werden schnell gewechselt. Also die werden schnell verkauft. Die gehen schnell weg, diese Figuren. Ich mag Diskuswerfer und David, Alter. Ohne Scheiß, Mann. Die sind richtig cool sind die, finde ich. Beim Knappstein zeige ich euch demnächst, gibt es noch viele Buddhas, hier sowas, ja, ne? So niederkniende Buddha.
ne? Und so Frauenbuder. Frauenbuder gibt es da auch viele. Also, muss ich euch mal zeigen, oder soll ich euch mal zeigen, ne? Also, so welche hier. Moment mal. Also, so welche Buder. Ne? Sieht er die? Sieht man gar nicht, ne? Muss ich die jetzt ein bisschen rausholen. So welche. Mein Gott, sieht man gar nichts. Lichtverhältnisse, wie scheiße. So Frauenbuder, Köpfe im Knappstein. Und so wie David, ne, so Kinderköpfe gibt es da viele Figuren zu kaufen. Aber ich will nur eine David-Kopfstatue. Im Internet kosten die alle so 100 Euro. Ne, und da für 28 Euro, Alter. Nicht schlecht, wa? 27,90 oder so. Guckt euch mal diesen Diskuswerfer an. Disco Polo. Ne? Der ist so und so viel Kilo. 280 oder so. Ne? Ja. Nicht schlecht, wa? 1400. Ansonsten ist auch noch gut und auch sehr antik und Legende. Augustin Rodin. Augustin Rodin, der Denker, ne? Schreibe ich mal hin. Augustin Rodin. Der ist auch sehr antik und sehr Legende. Ne? Auguste, tut mir leid. Aber so kommen die Bilder auch schon. Der Denker, ne? Der hier. Moment mal, der Denker hier. Also, Auguste Rodin. Auch sehr antik, ne? Der Denker. Gibt es auch große Statuen von, Alter. Also, scheiß Lichtverhältnisse. Richtig schöne Statue, ne? Ja, genau. Der Denker. Kann man bei Google, Wikipedia mal nachstögern, dann sieht man da voll die cooles Bild, wo dann echt steht, diese Statue da in diesem Villa oder so, ne? Freizeitpark, steht diese Statue da, ne? Auch richtig coole Künstler, finde ich. Genau. Also Disco Polo, Diskuswerfer, David Statue, Michelangelo, ne, von Michelangelo und Auguste Rodin, dieser Denker hier.